Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Der Camper Tobi vom Caravan Salon 2017 in Düsseldorf am Caravan Center, direkt auf dem berühmten legendären P1. Und ich habe es in der Vorankündigung in der letzten und vorletzten Sendung schon erwähnt, für Verkäufer, Fahrer oder Inhaber dieses Autos gesucht. Und wir haben ihn gefunden, das Auto ist offen und wir dürfen uns dieses wirklich tolle, exotische Fahrzeug anschauen. Den Camper Tobi kennt man schon. Ich begrüße neben mir, wie immer, das Produkt steht im Vordergrund. Hi, ich bin Piotr. Genau, wunderbar. Piotr aus Köln. Ja. Das Fahrzeug hat eine polnische Zulassung. Ja. Fangen wir mal bei der Geschichte an. Du bist selber Pole? Ja, ich bin Pole, ich bin Deutscher, ich bin Pole. Okay. Seit 30 Jahren in Köln. Und so Sachen braucht man natürlich in Polen, weil das ungefähr das ein Drittel von den deutschen Kosten. Von den deutschen Kosten. Ja. Das heißt, so Projekte, also wenn ich das in Köln bauen wollte, könnte man von vornherein vergessen. Absolut. Das war sowieso ja. Relativ natürlich schon kostspielig. Obwohl absolut. Obwohl viele Sachen halt gebrauchte Sachen sind, so. Die Sitze, die sind aus dem alten Voyager. Ja, sehen wir nachher von innen. Wir dürfen auch innen kurz reinschauen, hat er gesagt. Also gar keine Frage. Wir können uns richtig Zeit lassen, das Auto vorzustellen. Noch eins ganz kurz zu der Vorgeschichte, die ich jetzt mit deinem Auto schon erlebt habe. Ich bin kurz rum, habe wie gesagt, ich möchte den unbedingt filmen. Dann kamen sofort Spekulationen, was war das einmal? Die Spekulation vom letzten Zuschauer war ein Wasserwerfer. Das ist es nicht gewesen. Das ist es nicht. Also okay. Erinnert tatsächlich an einen Wasserwerfer von dem Auto, aber das war ein ganz gewöhnlicher Mercedes Atego, also okay. Ein Kofferwagen. Ja. Und vorne mit einem gewöhnlichen, gewöhnlichen Führhaus, natürlich viel niedriger von der alten Kabine sind praktisch erste 40 cm geblieben, okay. Und sind nach oben gesetzt worden. Alles klar. Und dann gibt es ja dieses elektrisch zu öffnende Dach. Ja, ja. Das sieht man jetzt ganz toll. Ihr habt es schon offen stehen lassen heute, das Auto. Oder? Da gehen wir dann rein, oder? Ja. Ist es besser von innen zu sehen, von außen, wie auch immer? Auch von außen. Ich kann mir vorstellen, du hast das gerade im Vorgespräch bestätigt, die Wahrnehmung da oben zu sitzen, in der Natur, in Ruhe dahin zu tuckern, sage ich jetzt mal. Ich rede immer so, wie ich bin. Ja, ja, das mag schon was Tolles sein, vor allem aus der Höhe raus. Ja, also das ist, man sieht natürlich viel mehr. Genau, man erlebt mehr. Das ist Emotion. Das ist Emotion, ja. Absolut aufsehenerregend ist er. Das wissen wir. Hier bummeln jeden Tag wirklich, ich würde sagen, schon gut 1000 Menschen vorbei, die dieses Auto bewundern, weil er Faszination ausstößt. Er ist halt hier wirklich ein Exot. Und ich habe schon einige Exoten abgefilmt, aber das ist schon wirklich was Besonderes. Ich bin selber gespannt, was uns jetzt drinnen erwartet, aber das, was man von außen sieht, ist schon der Hammer. Dieses Auto ist jetzt zu verkaufen, das ist aber jetzt keine, ich habe hier eine Dauerwerbesendung, kein Problem damit. Ja, kostet, sage ich mal, roundabout 50.000 Euro. Ja, genau. Man kann sich bei mir melden, ich gebe das weiter, wie auch immer. Das soll jetzt keine Verkaufsmesse hier am Parkplatz sein heute Abend. Klar, aber klar. Ihr könnt euch gerne melden, falls jemand wirklich auf einen top gepflegten Wagen, den er auf den ersten Eindruck macht. Details erklärt euch der Besitzer, wenn ihr ihn anruft, wie auch immer. Das kriegen wir alles hin. Also ihr wisst, das Fahrzeug steht zum Verkauf. Und ich sage jetzt mal von der Relation, was man dafür bekommt für den Preis, ist es jede Menge. Ja. Das ist jede Menge Blech und Stahl. Das ist, ja. Super. Also, weißt du, das sind eigentlich so, das sind der Preis, das sind, sagen wir mal, das ist nicht mal die Baukosten. Der Hintergrund ist, ich baue einfach weiter, ich habe noch viele Projekte. Ja. Und, absolut, das Leben bleibt entstehen, man verändert sich. Und das Auto hat schon seinen Dienst von erfüllt. Mir aus, sagen wir mal, ja, genau, die Funktion erfüllt. Ja. Weißt du, ich habe das auch vor 2 Jahren jetzt in Düsseldorf ausgestellt auf der Messe. Okay. Und dann kam das in verschiedenen Internetprofilen. Das denke ich mir. Und jetzt schon wieder. Und so gesehen hatte eigentlich schon ihre Funktion, ganz klar. Dieses Konzept vorzustellen, erfüllt und dann, ich muss weiter. Natürlich, klar. Das macht hier eigentlich jeder, deswegen sind wir alle da auf der Messe, unter uns gesagt, oder? Ja. So ist es. Jetzt gehen wir mal von hinten hin, ein paar technische Daten. Das Chassis ist, glaube ich, von 2003, oder? Was ich gelesen habe? 2003. Ne? Okay. Maschinentechnisch, wie viel Kilometer, wie viel PS, wie viel Hubraum? 200.000 gelaufen. Das ist natürlich für ein Atego nix. Der kann bestimmt... Gerade angefahren. Million. Ja, genau. Also es ist ausgeschlossen, dass jemand noch jemals das richtig zu Ende
verbrauchen kann. Ich denke mir auch, ja. Vor allem im Camperleben fährt man ja doch nicht jetzt, außer er. Ist aber kein Allrad, blöde Frage. Nein. Ganz normal heckgetrieben. Das ist keine blöde Frage, fragen viele, aber weil viele das meinen, ob der Farbe auch so aussieht, dass es so ein bisschen halt Offroad. Richtig, das genau. Das ist es nicht. Das ist ein ganz gewöhnlicher Das reicht ja auch für die meisten. Eben. Also kein Wüstentrag, liebe Zuschauer, das ist wirklich ein ganz normaler heckgetriebener LKW, der dann eben mit viel Liebe, man sieht es hier im Detail, darum gehe ich immer langsam rum, dass die Leute wirklich einen guten Eindruck von jedem Detail bekommen, sehen. Ein Halter, nein, wahrscheinlich der zweite Halter drauf jetzt, oder du bist ja der zweite Besitzer offiziell. Ja, also ich habe das als, früher war das, im früheren Leben war das ein LKW halt, 3 Jahre lang, und das ist im Prinzip... Dann stand das irgendwie beim Händler, Mercedes-Händler, 2 Jahre, dann habe ich das gekauft, jahrelang dran gebaut. Ja, klar, so Wahnsinn, da steckt wirklich Herzblut drin, sonst macht man das nicht. Das ist wie bei mir, ich liebe diese Filmerei und die Kommunikation mit den Leuten draußen. Und jetzt, wenn wir uns beide, ihr seht es ja nachher gleich im Video, diese Bildqualität ansehen, wir haben jetzt eine Spiegelung vom Abendhimmel da drin. Ja. Traumhaft schöne Aufnahmen, wirklich jetzt schon. Also ich kann dir sagen, das ist oft... Das ist, bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Das sind so Projekte, wenn du das beendet hast und denkst, hättest du das nochmal anfangen, dann würdest du es zweimal überlegen. Absolut, absolut. Das kann ich bestens verstehen. Das ist bei mir bei jedem einzelnen Video so, dass ich mir das überlegen muss. Wenn du willst, kannst du hier kurz Hand halten auf diese Infotafel. Ach, das ist sehr praktisch. Alles gut, ich habe alles im Griff. Bisschen durchlesen. Hier, guck mal, in 3 Sprachen stehen alle Infos drauf. Dann brauchen wir jetzt nicht in die technischen Details gehen. Ihr drückt auf Pause, könnt ihr alles ablesen. 8,15 Meter lang, 7,5 Tonnen, genau, 1,2 Tonnen Zuladung, 4 Personen Zulassung, Sitz Gruppe Doppelbett, das sehen wir innen, riesen Abwasser, Frischwasser, 15 Liter im Schnitt auf 100 Kilometer, wahrscheinlich mal 20, wenn es wirklich eilt oder bergauf, bergab. Aber 15, das ist okay, und 20 ist auch noch okay. Also, Mercedes-Benz Atego 815, ein absoluter Prototyp. Sowas gab es vorher eigentlich nicht, ein Cabrio-Reisemobil im 2. Stock, oder? Oder wie beschreibt man das dann eigentlich? Ja, die Kabine ist, ja, 2. Stock ist das nicht, also, weil es gibt da drunter keinen Stock. Dachgeschoss. Wie auch immer. Also, wir gehen jetzt mal rein. Darf ich vorausgehen? Ja, klar. Super. Ihr seht, so wie es passt, auch rustikal ausgebaut. Das ist aber hier schon mal der Blick in das Fahrerhaus. Das ist schon was Majestätisches. Ich bleibe kurz am Eingang stehen, dann sehen wir hier mal alle Details in der Kamera. Küche, ja, wie gesagt, Zuladungsprobleme hat man hier nicht. Hinten können Sie das zum Doppelbett umbauen. Hier haben wir nochmal da drüben die Spüle, hier Ofen, Kühlschrank. Es ist alles zum Wohnen an Bord. Ich kann dir auch gleich zeigen. Boah, hier ist traumhaft. Das, ich komm wieder zu dir. Ja. Boah, müssen wir gar nicht reinfilmen. Es geht jetzt mal hauptsächlich auch um die Aussicht und um die. Genau. Kannst du kurz halten? Ja, gerne. Da ist auch in dem Konzept ist ein Bett, ein vollwertiges Bett, ja. 1,40, 2 Meter. Ah, okay. Und die Treppe kannst du einfach anheben. Aha, okay. Ja, und dann hast du hier so ein schönes Bett. Ne? Geniale Lösung. Genial. Weil viele, die das nicht sehen, fragen, ob da das 2 Kinderbetten ist. Ja. Nein, ja. Das ist ein Bett. Das ist richtig gut gemacht. Klar, da sparst du jede Menge Platz und hast immer einen sicheren Aufstieg. Du musst hier eine kleine Leiter raufklettern. Oh, das ist natürlich schon genial. Das ist immer ganz wichtig, dass ich immer die Kamera vor mir herführe, weil dann habt ihr das wirklich so diesen einmaligen Eindruck dabei, wenn man hochgeht. Ja, das ist toll. Ich bin wieder so frei und gehe voraus. Und jetzt stehe ich hier im Cockpit. Ja, also ihr seht auch, die Sitze kann man drehen. Das ist richtig hier. Wow, das hat was. Das hat was. Also das ist wirklich phänomenal. Also das ist so ein bisschen so, weißt du, Anlehnung an so ein Yachtgefühl, weißt du? Absolut, absolut, wie auf einer Yacht. Ja, da hat er absolut recht, das ist wirklich wie auf einer Yacht. Ich sehe noch Solarmodule da unten drin. Hier haben wir jetzt dieses elektrische Dach, das kann er uns nachher mal zeigen, hat er gesagt. Der Mann ist schön genug, dass er auch mal in der Kamera sein kann. Okay. Seht ihr mal, das ist mal ein Ausblick von oben auch über den Caravan Center P1. Ich bin fasziniert von der Nachtqualität dieser Kamera. Das kommt 1:1 so rüber. Jetzt kommen die Lichter hier. Herrlich. Aber es geht wieder. Weißt du, wo ich das Auto 2014 auf der Messe hier ausgestellt habe, waren viele Leute und ein holländisches Paar, so ein alter Camper, haben gesagt, das ist das überhaupt das Schönste an dem Auto ist. Wir stellen uns an einem Campingplatz. Ja. Und wir sehen das alle. Wir sehen alle Leute, was die richtig machen. Richtig, das ist, also natürlich ein bisschen, das ist, das so ist ganz Anekdote, was Eigenes. Aber ist das richtig so. Das gibt es selten nochmal.
Das gibt es selten nochmal. Also ich bin fasziniert von diesem Gefährt. Hätte ich gerade 3,50 Euro locker, ich würde den auf der Stelle mitnehmen. Wirklich wahr. Das ist wirklich so nach meinem Schmackes. Sie sehen also, wir filmen uns gegenseitig. Es gibt noch ein schönes Video auf Camper Tobi im Internet davon. Ich hatte die Ehre, hier rauf zu gehen. Super. Das ist wie eine Yacht. Cool. Absolut stark. Sehr, sehr schön. Also in 10 Minuten haben wir das dann im Internet. Und gibt. Muss einen Kopf einziehen dann, ich. Also jetzt setze ich mich nochmal hin, wenn ich darf, im Beifahrersitz. Ich möchte nochmal die Aussicht durch die Scheibe genießen. Also wenn ich die Queen wäre, ich würde auf sowas umsteigen. Eine Luftfederung? Die Sitze? Nee, ganz normal. Aber hier, das ist herrlich. Das hat was. Ich hänge jetzt mal wie beim Manta-Fahrer früher hier den Arm raus. Das heißt was, das ist wirklich herrlich. Hier sammeln sich die Menschen. Das ist echt ein Riesenerlebnis. So, jetzt gehen wir nochmal rum mit dem Ding um meinen Kopf. Rundum Blick nochmal nach hinten aus dem Sitzen und der Blick auch runter nochmal in den Wohnraum. Also ich bin begeistert. Was natürlich jetzt Straßen... zulassungstechnisch nicht erlaubt ist, aber was schön ist, so, ja. Du als Beifahrer, ja. wir fahren durch eine Landstraße, du kannst dich auch so hinstellen. Ja klar, ja sowieso. Ich meine, da kannst du ja im Ausland rumfahren, wo es vielleicht jetzt keiner ist. Natürlich immer angeschnallt fahren Leute, also sowas wollen wir nicht, dass wir jetzt hier Tipps zum Nicht-Anschnallen geben, das ist vollkommen richtig. Aber den könnte man ja auch in Gebieten für touristische Zwecke nutzen oder wie auch immer. Also das Auto hat tausende von Möglichkeiten, absolut. Und wenn sie ihn nur auf den Hof stellen und damit ein Museum aufmachen. Oder eine Ausstellung, wie auch immer. Also toll, bin begeistert. Das Warten hat sich gelohnt. Haben wir der Menschheit noch was mitzuteilen? Ja. Ich glaube, wir haben ziemlich viel reingepackt. Nähere Infos einfach an mich wenden. Ich leite sie weiter. Wir nehmen die Homepage-Adresse unten mit auf. Genau, also wie du gelesen hast, also Homepage-Adresse kannst du natürlich dazu tun. Ja, natürlich. Das ist so, dass wir eigentlich, dass ich die Autos bauen will, hat tatsächlich in größeren Mengen, aber auch etwas kleiner. Das ist, wie ich auch das auf der Infotafel geschrieben habe. Auf Ducato-Basis, also das, was die allermeisten Menschen fahren. Ja, richtig. Da habe ich auch einige Konzepte, die sind ganz speziell. Ich habe Kontakt mit den Fiat-Leuten, auch mit dem Hauptmanager. Oh, interessant, okay. Die finden das auch sehr interessant, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass ich das alles selbst machen muss, mit einigen Leuten, die da einsteigen. Ja, natürlich. Ich habe eine Firma gegründet, weil erstaunlicherweise niemand in der Branche interessiert sich. Also außer Fiat-Leuten ist das tatsächlich. Was auch der, das ist, das lasse ich jetzt mal unkommentiert, bin auch mal alter Haus in der Branche. Müssen wir nicht weiter ausführen. Ja, es ist mehrere Gründe dafür. Aber wir machen halt so ein bisschen halt so jetzt. Absolut. Aber ihr denkt, Guerilla-Arbeit und wir gehen von oben. Absolut, aber sowas muss man auch unterstützen, dass jemand so innovative Ideen hat, ist eine tolle Geschichte. Das hätte man viel früher erfinden können und wahrscheinlich vielleicht in großer Menge das Konzept ähnlich auf der Straße haben können. Absolut. Weißt du, ich selbst, wo ich das Auto hier auf der Messe ausgestellt habe, 2014, ich war selbst überrascht. Ja, weil von diesem Echo. Mir war gar nicht bewusst, dass es tatsächlich gar keine gibt. Ne? Dann lese ich irgendwie in einem Portal in Skandinavien, in Kanada, in Brasilien, das erste Cabrio Wahnsinn, in der Welt. Ne? Ja. Absolut. Ja, wieso denn? Ne? Ja, wieso ist tatsächlich so. Ne? Also ich bin auch so überrascht, ich mache das noch gar nicht so lange, aber es gab anscheinend keiner von YouTube vorher, der sich um die Caravan-Branche gekümmert hat. Das Erstaunliche ist, witzig. Das ist eigentlich, also das ist schon gewissermaßen originell, aber nicht auch so wahnsinnig. Ja, eben. Also Cabriolet ist. Ja, absolut. Und das Wahnsinnige ist, es gab es nicht. Ne? Das ist schon toll. Ja, aber dann hast du in deinem Leben auch was geschaffen, worauf du stolz sein kannst. Das ist schon vorbei und ich denke mir, also geplant ist da habe ich schon zwei Investoren und die werden noch gesucht, wenn jemand ein bisschen Geld investieren möchte. Ja. Einfach mal auf meiner Website durchlesen. Genau. Ich glaube, das wird alles sehr gut laufen, also nach meinen Einschätzungen. Wenn man so sich die Zulassungsstatistiken in Deutschland anguckt, im Pkw-Bereich 3,5% Leute entscheiden sich für ein Cabriolet. Ja. Wenn man überlegt, wie viele Wohnmobile gebaut werden. Richtig, und dann die schönsten Stunden des Jahres verbringt. Ja, das heißt, ich denke mir, also ich bin gar nicht in der Lage, so viele Autos jemals zu produzieren. Absolut, das ist ein gutes Thema, das da angeschnitten wird. Da können wir jetzt alle mal drüber nachdenken. Aber ich denke das ist mir, weißt du, ich würde den Sorge des Marktes gar nicht mal befriedigen können, wenn die produziert werden. Richtig, man müsste das wirklich mal
der Hintergedanke ist durchgesickert. Das haben wir im Video drin. Skydancer, wie heißt die Adresse? Dann nennen wir sie auch nochmal mündlich. Das ist www.skydancer-camper mit okay. C geschrieben. Alles Punkt, klar. Punkt. De. Alles klar, also Skydancer ist klar. Der Himmelstänzer auf Englisch, SKY-Dancer. Wenn du die Seiten hast, auf der Seite ist genau, auch so ein großes. Genau, auf der Seite haben wir abgefilmt und dann kommt es nochmal in die Fußnote und nochmal in den Videolink. Wenn du magst, du kannst von da sich irgendwo hinstellen und ich mache das langsam zu. Du, ich gehe raus. Genau, das machen wir als Schluss. Wir machen die Klappe zu, dieses Riesendach. Klappe ist eine Beleidigung. Perfekt. Vielen lieben Dank schon mal. In meinem Namen und im Namen der Zuschauer, das ist ein Highlight. Vielen lieben Dank. Also, ihr habt gesehen, wir haben es geschafft. Wir waren in dieser coolen Hütte drin und ich hoffe, das ist für euch eine Bereicherung des Abends. Und jetzt sehen wir noch, wie sich zu guter Letzt das Dach elektrisch schließt. Und dann macht der Camper Tobi bis morgen ein Päuschen und morgen in der Früh sehen wir uns dann alle wieder auf dem P1. Morgen Abend und tagsüber natürlich mit den neuen Messeberichten. Da oben sitzt er. Vielen Dank. Das ist unser Zeichen. Das ist der Mann, der das Auto entwickelt hat und wie gesagt auf der Messe in Düsseldorf 2014 hingestellt hat, weil er glaubt fest dran, dass es eine Zukunft von Reisemobil Cabrios gibt. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Das wäre wieder mal was Neues. Man muss nicht jeden Tag das Rad neu erfinden, aber das wäre vielleicht eine witzige Geschichte. Also, kann sich jeder seine Gedanken machen. Dieses Fahrzeug ist zum Verkaufen und Infos über Camper Tobi, ich gebe es weiter. Ich wünsche euch was, schönen Abend, vielen Dank an alle, wie immer und ja, gestern hat einer geschrieben, Hashtag der Messeberichterstatter. Also aus dem Grund bin ich nicht gekommen. Ich wollte eigentlich für unsere Firma Werbung machen, aber mei, das ziehen wir jetzt auch noch durch, oder? Ja. Also, ich wünsche euch was. Schönen Abend. Danke an alle. Servus. Tschüss.